Hallo zusammen, heute zeige ich euch ein Rührteigrezept. Diese Menge reicht genau für ein Osterlamm. Dazu benötigt man 100 Gramm Zucker, eine Packung Vanillinzucker, 100 Gramm zimmerwarme Butter, zwei Eier, 150 Gramm Mehl, einen Teelöffel Backpulver und die Schale einer halben Zitrone. Und los geht's! Der Zucker wird mit dem Vanillinzucker, der Butter und den beiden Eiern schaumig geschlagen. Die Schale der Zitrone wird dazu gerieben. Achtet bitte darauf, dass ihr Bio-Zitronen verwendet. Dann werden die trockenen Zutaten wie das Backpulver und das Mehl dazugegeben und untergerührt. Egal in welcher Form ihr den Kuchen backt, die Form muss immer gut eingefettet und eingemehlt werden. Dann wird die Form zusammengesetzt und das Mehl noch einmal gut verteilt. Der Teig wird nun in die vorbereitete Backform gegeben. Der Kuchen muss für 45 Minuten bei 170 Grad im vorgeheizten Backofen gebacken werden. Mit der Stäbchenprobe könnt ihr testen, ob der Kuchen fertig ist. Dann sollte er mindestens eine Viertelstunde lang abkühlen, bevor ihr ihn aus der Form nehmt. Wenn ihr ein Osterlamm backt, schneidet am besten den unteren Teil ab, damit das Lamm gut stehen kann. Bestreut das Lamm mit Puderzucker oder bestreicht es mit Zuckerguss oder einem Schokoladenguss. So lässt es sich wunderbar genießen. Ich hoffe, ihr probiert es mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.